Im heutigen Markenflüster geht es um die Aktienmärkte und ihre Reaktion auf Epidemien, menschliche Katastrophen etc. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markenflüster. Ich will das mal anhand von zwei Dingen, die so diametral sich widersprechen, auf den Punkt bringen. Wir haben hier zum Beispiel einen Bericht, der ist aus China Morning Post, der so ein bisschen auch die Tragödien, die menschlichen Tragödien hinter dieser Virusepidemie zeigt. Da ist ein nervenkranker Junge gestorben, weil sein Vater und sein Bruder praktisch kaserniert waren, weil sie Symptome des Coronavirus hatten. Und der Vater hat gesagt, Leute, ich habe da einen behinderten Sohn zu Hause, ihr müsstet dem Essen bringen, das wurde nicht gemacht und dieses Kind ist dann verstorben. Das sind so kleine Geschichten, die hier größere Zusammenhänge erzählen. Und dann haben wir einen Wilbur Ross, den Handelsminister der USA, der sagt, ja, ist doch gar nicht so schlecht, dieser Coronavirus in China, dann werden viele Jobs wahrscheinlich wieder in die USA zurückkehren, weil die Firmen sich bewusst werden, welche Risiken da in China auf sie lauern. Das ist natürlich unter aller Sau, auf Deutsch gesagt, was Herr Ross da gesagt und postuliert hat. Überraschenderweise Larry Kudlow, der Schönsprecher von Donald Trump, war da viel menschlicher, der gesagt hat, hier geht es nicht um Wirtschaft, sondern es geht darum, dass wir versuchen, ihnen zu helfen, nämlich den Chinesen. Das hatte irgendwo Anstand. Schauen wir uns einmal ein paar Dinge an, die vielleicht in diesem Zusammenhang relevant sind. Wie ist die Lage in China? Ziemlich dramatisch. Wir sehen, dass da die Dinge wirklich teilweise sehr schwierig werden, auch jetzt in der Provinz. Millionen von Chinesen sind ja nach Hause gereist oder dahin gereist, wo sie ursprünglich herkommen, in die Provinz. Hier sieht man schon, wie da desinfiziert wird in den Provinzen selber, wie man da Absperrungen macht, Checkpoints macht, die Leute dort kontrolliert. Und nach neuesten Meldungen könnte vielleicht der Hochpunkt der Übertragungsgeschwindigkeit in 4 Wochen erreicht sein, also irgendwann dann Ende Februar so ungefähr. Jetzt muss man sich mal vorstellen, viele Provinzen haben ja in China unterschiedliche Dauern angegeben, wann man wieder anfängt oder anfangen will oder wann man die Sperre aufheben will, wann also die Leute aus der Heimat, aus den Heimatprovinzen wieder zurück in die Großstädte reisen können. Und wenn jetzt der Hochpunkt vielleicht erst in 4 Wochen erreicht ist, wie kann da eine Masse von Millionen von Chinesen wieder zurückkehren in diese Großstädte, ohne die Gefahr einer weiteren Ausbreitung der Seuche hier zu provozieren? Das erklärt vielleicht diese massive Infektionsgeschwindigkeit, erklärt vielleicht auch die drastischen Maßnahmen der Chinesen. Und es gibt nach meiner Auffassung, selbst wenn jetzt gesagt wird, etwa von BMW, wir wollen am 9. Februar wieder anfangen. Warum 9. Februar, wenn das Problem doch so schnell nicht lösbar ist, wenn Inkubationszeiten etc. darauf hindeuten, dass diese ganze Geschichte noch lange nicht auf dem Hochpunkt ist, dann wird das vielleicht nicht mal der 9. März werden. Und das bedeutet, dass China faktisch dann komplett von der Welt abgekoppelt ist. Viele Airlines fliegen ja nicht mehr hin. Wir haben jetzt Russland, das faktisch die Grenzen dicht gemacht hat. Also China, die zweitgrößte Wirtschaft der Welt, ist faktisch abgekoppelt. Und das bleibt nicht ohne Konsequenzen in vielerlei Hinsicht, zum Beispiel für Medikamente. In den USA sind 88% der Medikamente mit Bestandteilen aus chinesischen Laboren. Also das sind schon gewaltige Dimensionen. Man könnte die Beispiele endlos forterzählen. Was kann all das bedeuten? Schauen wir uns mal hier den Vergleich an. Hier werden ja immer solche Charts gezeigt. Ja, wie hat denn der S&P 500 zum Beispiel auf vergangene Epidemien, wie SARS, Ebola und so weiter reagiert, und da sieht man dann, naja, viel ist da nicht passiert. Aber schauen wir uns mal zum Beispiel die spanische Grippe im Jahr 1918 bis 1920 an. Da starben ca. 25 bis 50 Millionen Menschen, also unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg sind mehr Menschen an dieser Krankheit gestorben, als Menschen im Ersten Weltkrieg selbst gestorben sind. Und wenn man die spanische Grippe hier in diese Charts mit einfügen würde, dann sähe die ganze Geschichte anders aus. Klar, wir haben heute eine andere Situation. Die Mortalitätsrate ist nicht sehr hoch. Hier bei der spanischen Grippe übrigens waren es vorwiegend 20- bis 40-Jährige, die gestorben sind, während ja normalerweise eher die Alten, die Schwachen dann sterben. Jedenfalls muss man da sehr vorsichtig sein, denn jetzt ist eben anders als bei SARS, ich hatte es mehrfach schon erwähnt, völlig andere Maßnahmen. China praktisch isoliert, abgeschnitten, und das wird große Folgewirkungen haben. Andere Märkte preisen das ein, zum Beispiel
Die Rohstoffe, Kupfer, Öl, wir sehen hier vergangene Episoden, wenn die Rohstoffe Kupfer und Öl gefallen sind, während der S&P zum Beispiel, während die Aktienmärkte weiter gestiegen sind. Und jedes Mal danach kam es zu einem großen Abverkauf hier bei der Finanzkrise, hier dann bei dem Emerging Markets Sell-off. Also wir sehen, das ist durchaus nicht ohne, zumal wenn wir jetzt eine Situation haben, wo in den USA zum Beispiel die Unternehmen gar keine Gewinnwachstumskennzeichen mehr haben, sondern der Gewinn geht sogar zurück. Und jedes Mal, wenn das der Fall war, dann sehen wir, dass perspektivisch dann eine Krise eingesetzt hat, Finanzkrise, Tech-Bubble ist geplatzt, 1970 die Rezession, 1958, 59 in die Rezession. Also die Aktienmärkte sind da super entspannt, die Anleihenmärkte sehen es ein bisschen anders. Da haben wir jetzt die Situation, dass die Zinskurve wieder invertiert ist. Die dreimonatige Staatsanleihe rentiert also höher als die zehnjährige Staatsanleihe. Und das ist praktisch ein Signal der Märkte, der Anleihenmärkte an die Fed. Ihr müsst die Zinsen senken und die Fed wird wahrscheinlich die Zinsen senken. Aber sie tut das, obwohl sie so viele Maßnahmen schon ergriffen hat, aber das Wachstum ist dennoch nicht da. Wir hatten heute die BIP-Zahlen aus den USA, 2,1%. Aber im Vergleich zum Jahr 2018 waren wir deutlich schwächer. Wir sind in 2019 reingekommen, insgesamt bei 2,3%. Im Jahr 2018 waren es noch 2,9%. Und Trump und die Seinen hatten uns ja versprochen, dass wir 4% Wachstum bekommen durch diese glorreiche Steuerreform. Die Schulden sind gestiegen, das Wachstum ist nicht gestiegen. Das ist der entscheidende Punkt. Wir sehen hier übrigens auch, dass die Ausgaben der Regierung deutlich gestiegen sind. Was schwächer ist, ist vor allem der Konsum. Und das ist die Achillesferse der US-Wirtschaft. Was schwächer ist, sind Investitionen. Das ist praktisch die Zukunftsfähigkeit der US-Wirtschaft. Also da knirscht es schon im Gebälk. Da sind schon insgesamt, wenn man all das mal resümiert, gewisse Zutaten da, die das eine oder andere Ungemach durchaus nahelegen würden. Schauen wir uns die Chose mal, und das übrigens vielleicht noch ergänzend hier mal erwähnt, die Hälfte der Amerikaner, nämlich 50%, geben mehr aus im Monat, als sie faktisch an Einkommen haben. Und zwar die unteren 50% der Bevölkerung oder der Einkommensschichten in den USA. Und irgendwann ist vielleicht mal Ende im Gelände. Schauen wir uns mal die Charts an. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100. Vorhin die Meldung, dass die erste von Mensch-zu-Mensch-Infektion in den USA aufgetreten ist. Das hat hier dann ein bisschen für Unbehagen gesorgt. Wir sehen den S&P 500, 3252. Alles noch im Rahmen. Alles noch einigermaßen okay. Gestern ja die Fed mit doch sehr skeptischen Aussagen von Michael Powell, der genau Michael Powell, Jerome Powell heißt der genau die Probleme angesprochen hat. Konsum moderated, Export moderated, Industry moderated, also diese Bereiche, vor allem Konsum, eben sehr zentral für die US-Wirtschaft, haben sich abgeschwächt, so Jerome Powell. Das haben wir heute in den Daten auch gesehen. Aber die Wall Street hat sich gesagt, okay, wir gucken jetzt mal auf die Unternehmenszahlen. Microsoft war doch sehr anständig, dann noch die Apple-Euphorie, Tesla, über das man jahrelang erzählen könnte, mit neuen Rekordkursen. Schauen wir uns mal an, was der DAX aus der ganzen Geschichte macht. 13.156, damit unter der zentralen Unterstützung von 13.200 Punkten. Da hat man lange gekämpft und dann ist diese Marke gefallen und es hat ein bisschen gerumst. Wir haben den Euro-Dollar bei 1,1034 wieder leicht aufsteigend. Wir sehen, dass Gold eben langsam wieder in Fahrt kommt, 1584, und wir sehen den amerikanischen Crude Oil Preis jetzt unter der 52er Marke. Ich sagte schon, Kupfer wahrscheinlich heute den 11. Tag in Folge, 11. Handelstag in Folge mit Verlusten. Das gab es, glaube ich, im Jahr 3022 vor Christus das letzte Mal. Also ist schon 2, 3 Tage her. Also, das ist so ein bisschen die Situation. Wir haben menschliche Tragödien, die natürlich in diesen ökonomischen Zahlen, die die Aktienmärkte interessieren, nicht so wirklich vorkommen. Aber ich denke, es ist notwendig, auch darauf mal hinzuweisen. Wir haben dann die ökonomische Dimension mit der totalen Abkoppelung von China. Und wir haben in den USA eine Situation, wo nach wie vor Complacency herrscht, aber die Zutaten sowohl inneramerikanisch als auch vor allem durch diesen externen schwarzen Schwan, diesen Schock, der da auf die Welt zurollte, das ist schon eine Zutat, die Bullen vielleicht mindestens nachdenklich stimmen sollte. Ich wünsche jetzt erstmal einen schönen Feierabend und sage Servus und ciao.